Wir sind hier oben. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Uiuiuiui. Alter, das sieht aber auch heftig aus hier immer. Alter, ich hatte so einen Schiss, ne? Checkpoint erreicht, sehr schön. Ich glaube, wenn ich hier jetzt runterfall, sterbe ich auch. Von daher. Ah, okay. Hier einfach hoch. Gut, dann woanders. Da sieht's gut aus. Da werde ich mich festhalten können. Hopp, jawoll. Nice. Hier geht's rüber. Hopp. Uiuiuiui. Okay. Das ist stumpf. Ich glaube, ich muss hier lang. Nein! Das gibt's nicht. So kurz vorm Ziel noch abgestürzt. Das einzige Mal, dass ich abgestürzt bin. Nee, zweimal bin ich. Aber das einzige Mal, dass ich in Tod abgestürzt bin. Alter, das ist doch peinlich. Boah, und dann hier wieder. Ich glaube, es hakt. Alter, wieder hier rüber. Och, Mann. So, abgekürzt ein bisschen. War gefährlich, aber. Das ist mein zweiter Vorname, wie es so schön heißt. Oder Ezios. Und Altair hier ist wahrscheinlich auch. So, das war ja zum Glück die zweite Ebene. Ich dachte eben im ersten Moment, das wäre noch ganz von unten. Hopp, hopp, hopp. Hoch mit dir. Ja, klar. Hopp. Genau. Ah. Oh, okay. Jo. Was soll hier ran oder wo? Nee. Ah, doch. Natürlich. So. Zum Glück ist das alles so extrem stabil gebaut hier aus Holz. Dass das auch so ein, keine Ahnung, 60, 70 Kilo schweren Kerl einfach mal eben tragen kann. Stelle ich mal kurz die Alternativkamera rein. Hui. Schön. So, erstmal alle Schätze plündern. Das gibt nochmal einen ordentlichen Geldbonus. Und natürlich darf der Sarkophag auch nicht fehlen. Ach, das war's schon. Okay. Dann den Sarkophag. Und das ist das Grab von. Von der Flasche. Von. Na? Wer ist es? Iltani. Jawohl, und nochmal was. Das Geheimnis des Duomo. So, jetzt lädt er wieder. Ah. Wenn Sie einen Feind erfasst haben, drücken Sie auf Kopf, um ihn zu provozieren. Ah. Ach ja. Sehr schön. Fertig geladen.
Alter, da will ich oben noch kurz drauf. Da ist noch eine Feder. Haha. Aha. Oh no! Das ist sowas von tödlich, ey. Scheiße, ey. Habe ich da vergessen, die Tasten loszulassen? Bin ich gleich weiter gesprintet und gesprungen. Scheiße, ey. Noch übler wäre es ja gewesen, wäre ich unten gelandet. Naja, wobei, vielleicht hätte ich das dann noch auf ein Attentat auf die Straße umändern können. Da war ich schon drin. Was liegt da noch an hier? Tja, ich würde sagen, nächste Hauptmission. Seid nicht schüchtern. Bin ich nicht. Den einen lasse ich einfach gehen. Wird schon früher oder später merken, dass seine Truppe tot ist. Ach, da war ich schon dran. Verdammt. Ach, verdammt. Danke. Ach Mann, warum nicht beide? Juhu! Ich bin ein Assassine. Ich töte alles. Nee, ich bin eigentlich ein Assassine. Ich töte Menschen. Ich bin kein Gaukler. Jawohl, eine Truhe. Nehmen wir noch gleich mit, haben schon fast wieder 10.000 Florin zusammen. Dafür können wir uns schön Upgrades kaufen. Also statt Upgrades können wir Monteregioni, wie es auch immer jetzt heißt, nochmal wesentlich aufbessern. Naja, wobei 9.000 gehen allein schon in die Bank rein, die aber auch ohne Ende bringt. Welch ein Können! Alter. Geht. Nein, runter. Runter! Danke. Spasti. Alter, nehm einen voll ins Gesicht gestochen. Sein Bein! Voll verkrüppelt. Oh, sehr gut. Hopp. Das passt doch. Und jetzt geht's wieder in die Richtung, in Richtung des einen, na, dieser Burg, wie heißt die noch? Duomo, irgendwie so. Verhindern Sie, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Verhindern wir das. Francesco de Pazzi finden. Oh, bevor ich das mache, noch mal ganz kurz, dass wir komplett anonym sind. Vielleicht bringt's ja was. Da haben wir ihn. Francesco de Pazzi. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Okay. Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade. Gnade. Alter, wie brutal sie sind. Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert. Aha. Ah, den ganzen Rücken noch aufgeschlitzt.
Zack, ins Genick. Hey, Pissnelke! So. So, erstmal auf ihn hier gehen, auf den Schwächsten. Zack, 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 zack. Na los, stirb! Nice. Muss ich den jetzt verfolgen? Weil eigentlich sollte ich ja nur ihn hier verteidigen. Alter. Ah, scheiße. Ey, ja! Ich will ja kämpfen. Alter, ich will doch nur gegen die kämpfen! Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Oh, ein bisschen die Hauptschlagader aufgeschlitzt. Ich vertraue den Leuten doch. Könnt ihr... Alles wieder in Ordnung. Sehr gut. Ich verliere eine Menge Blut. Ja, das ist schon scheiße, ne? Ich mache so schnell es geht. Achso, falsche Taste. Francesco de Pazzi! Ich töte! Seid still, Signore. Ich komme! Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Haha. Damit will ich nichts zu tun haben. Herziger Jesus, rette uns! Bitte, bleib weg von mir! Wir kriegen ihn! Das ist zu viel. Ja. So. Komm mal her. So, jetzt bleibst du hier. So ist es doch einfacher. Ich liebe das so einfach aus dem Hinterhalt. Schabernack, genau. Au, ja, das kennt man auch noch aus dem ersten Teil. Ein Glück, dass sie einige übernommen haben. Er kann wohl nicht klettern, ne? Ach, Moment, wie war das? Nein, Kuh. Bam! Bleibt hier. Ja, bleibt mal hier lieber. So, wo ist das denn das? Okay, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mein Kurzschwert hier mal benutzen.